Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo meine Leute, ihr habt reichlich auf meine Frage geantwortet mit dem Schuldief und nicht. Und ich hatte ja spaßeshalber so gefragt, was ist ein Schuldief? Ich habe wahrscheinlich den einen oder anderen neuen Zuschauer an Bord, hallo miteinander, die vielleicht nicht wissen, was ein Schuldief ist. Und ja, dann gucken wir uns das doch einfach mal kurz an, das ist doch kein Problem. Ne? Wenn 15% meiner Zuschauer nicht wissen, was das ist, ich bastle ja auch ein bisschen darum damit. Ja, das Schuldief, wenn wir jetzt einfach mal auf Wikipedia gehen, sehen wir hier mal einen kleinen Aufbau. Einfach so ein Eisenringkern oder Ferritkern mit zwei Drahtwicklungen drum, ein Widerstand, ein Transistor entlehnen und einer LED. Und damit ist es möglich, mit 1,5 Volt eine, ja, mit dem 3 Volt, 4 Volt LED irgendwas zu betreiben. Ja, erfunden oder entdeckt hat das damals, oder also hier steht in der November-Ausgabe der Zeitschrift Everyday, bla bla bla, des Jahres 1999 veröffentlichte Z.K. Panik in der Rubik, bla bla bla, etc. Und daraufhin hat wohl der Big Clive so eine Schaltung ähnlich gebaut, ein bisschen modifiziert, mit einem NPN-Transistor, blablabla, und hat das Ganze dann Schultief genannt. Also hier steht es auch nochmal, also ganz vereinfacht gesagt, könnt ihr auch nach einem Aufwärtswandler gucken, beziehungsweise Step-Up. Ne, das ist so das Einfachste, was ihr findet. Hier ist nochmal ein Schaltbild von der Schaltung, ne, hier sind die zwei Drähte, der Transistor, die LED und der Widerstand, ist halt nicht viel dazu. Was ist das? Man kann damit LEDs leuchten lassen, man kann damit Batterien laden, wobei das nicht ganz so optimal ist. Im Notfall geht's aber, bei einer guten Batterie geht's. Bei einer nicht so ganz guten oder einer älteren Batterie ist das nicht ganz so gut. Funktioniert auch. Man kann bestimmt noch viele lustige andere Sachen machen. Ihr könnt zum Beispiel stromlose Energieübertragung, also Wireless, könnt ihr damit basteln, findet ihr auch im Internet. Der Big Life, wie gesagt, hat dazu ein Video gemacht. Hier ist er nochmal, Big Life auf YouTube. Das Thema, wo ich dann so dran bin und viele andere auch oder auch dran waren, ist vereinfacht gesagt mal der Laser Saber Looper. Ups, das wird zusammengeschrieben. Batteriefreier LED-Treiber, seht ihr hier schon vor 7 Jahren. Next Level batteriefreie LED. Ja, ich kann euch ja die Suche hier euch mal in der Beschreibung reinhauen. Könnt ihr euch ja die Videos mal reinpfeifen. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. So ähnlich wie mein Schuldief mit der Wicklung und so. Er hat damals das nicht so ganz gut gezeigt, sage ich mal. Oder erklärt, ist ja auch egal. Haben wir jetzt nachgeholt, ist ja auch wurscht. Da wäre auch hier ist nochmal das Thema Akkula anzusprechen. Können wir ja auch mal schnell nochmal gucken. Ja, Suche geht irgendwie nicht, wenn ich Enter drücke, jetzt geht's, okay, irgendwie sind die ganzen Videos weg, hier haben wir noch vom Unity.com, ach, das hieß glaube ich hier Laternen oder wie die das genannt haben, Akku-Laternen-Circuit. Das ist ja interessant, also damals hat man das leichter gefunden. Irgendwie geht jetzt hier der Button nicht mehr, die ganze Zeit. Irgendwie der Adblock oder was. Okay, hier haben wir noch was. Hier haben wir zum Beispiel was. 1 Watt Akku. Genau, das würde ich euch jetzt hier auch nochmal verlinken. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, die Akkula-Geschichte. Wobei das auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Da schleiert die Leute mit Anzug und Krawatte. Wisst ihr Bescheid, ne? Aber das Grundding, mega geil. Das ist auch die Grundsache von dem Looper, von dem Lasersaber, ne? Gut, hau ich euch mal noch in die Beschreibung rein. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, was ein Schuldief ist und was man damit machen kann. Tschüssi!